Das Poolwasser soll wärmer werden. Die Natur hat uns die Sonne geschenkt, beziehungsweise ist sie Bestandteil unseres Lebens. Und wir verbrennen Haufen Energie, um das Wasser zu erwärmen. Eigentlich ja totaler Schwachsinn. Willkommen bei Tom Tut. Wie jetzt meine Lösung aussieht, meinen Pool zu erwärmen, das verlinke ich dir hier in diesem Video. Vielleicht kommst du auch genau von diesem Video. Und ich habe darauf Reaktionen erhalten von vielen Abonnenten und das scheint auch richtig gut anzukommen. Das heißt, das Thema betrifft wirklich viele Leute. Wie kriegen wir unser Wasser warm? So eine Anlage, wie ich sie jetzt in dem Video bei mir gezeigt habe und auch installiert habe, die kostet natürlich was. Es ist nicht gerade mal so, dass man sich die ungefähr 2000 Euro aus den Rippen schneiden kann. Wenn doch, dann dürfte dieses Video für dich relativ uninteressant werden, denn in diesem Video geht es darum, ein Do-It-Yourself-Projekt vorzustellen, das mir jemand unten in den Kommentaren hinterlassen hat. Ganz konkret geht es da um folgenden Kommentar von Bigfoot. Er schreibt mir 1800 Euro und es ist nicht mal eine Pumpe dabei. Ich habe meine Poolheizung aus schwarzem PE-Rohr gebaut. Da kosten 50 Meter 38 Euro, eine Pumpe 70 Euro, ein paar Anschlüsse liegt dabei 30 Euro und die ganzen elektrischen Komponenten, die er verbaut hat, sagt er, liegt da so bei 40 Euro. Jetzt geht es noch weiter mit Temperaturfühler, zwei Einbausteckdosen, Kaltgerätestecker mit Sicherung dran. Er kommt auf 178 Euro in Summe. Er gibt ganz provokant an, wer hier 1800 Euro für sowas hinlegt, der ist selber schuld. Da hat er recht, ich habe auch direkt darauf reagiert und gesagt, ich bin ganz bei dir und ich habe tatsächlich selber mal vorgehabt, so ein Do-It-Yourself-Projekt zu machen. Ich hatte dann verschiedenste Gründe, es nicht zu tun. Zum einen, wir hatten das Geld tatsächlich da und wir wollten uns ein bisschen absichern mit Garantie, wenn wir was kaufen. Ich hatte dann doch ein bisschen Angst davor, wenn jetzt was kaputt gehen könnte am Do-It-Yourself-Projekt, wie finde ich das Leck? In meinem jetzigen Fall hätte ich einen Ansprechpartner, einen Hersteller und ich habe eben Garantie und kriege auch mal einen Teil getauscht. Unabhängig davon, wieso ich persönlich mich jetzt dafür entschieden habe, das zu kaufen, möchte ich euch die Bilder zeigen, die mir Bigfoot nach einem Skype-Chat, dafür bedanke ich mich nochmal ganz herzlich bei dir und überhaupt, dass du den Kommentar geschrieben hast und nicht einfach gedacht hast, Mensch, so ein Trottel, der Tom tut. Nein, du hast gesagt, hey, ich schreibe ihm das. Wir haben uns kurz unterhalten, du hast mir dann eben die Bilder geschickt. Nicht nur die Bilder hast du mir geschickt, du hast mir auch die ganzen Links geschickt. Die schreibe ich euch unten in die Infobox, damit ihr die auch habt und entsprechend genau wisst, welche Artikel oder welche Sachen hier gezeigt werden. Da steigen wir direkt ein mit dem ersten Bild und ich gebe wieder, was du mir dazu so erklärt hast. Hier sieht man jetzt das angesprochene PE-Rohr, in dem du jetzt so 50 Meter für ungefähr 38 Euro verlegt hast. Und damit erwärmst du deinen Pool mit 10.000 Liter Wasser. Einfach auch schön auf dem Schrägdach. Hier hast du mir auch gesagt, dass du wirklich im Prinzip den ganzen Tag Sonne da drauf hast. Das heißt, es knallt richtig schön heiß. Ein Tipp von dir war noch, darüber könnte man noch eine Plexiglasscheibe legen, dass man nochmal so eine Wärmezone kriegt. An sich auch eine klasse Sache. Schauen wir uns das nächste Bild an. Das ist der elektrische Schaltschrank, bei dir in dem Fall aus Metall. Hast du mir erklärt, in dem Haus, das du gekauft hast, war der schon da. Genau richtig, wiederverwenden. Tatsächlich auch genau mein Prinzip. Genau, du hast dir hier die zwei Schaltuhren montiert, hast du festgeklebt mit Silikon statt Heißkleber. So detailliert müssen wir es gar nicht machen. Auf jeden Fall zwei Zeitschaltuhren. Und hier links oben, der kleine Kasten, ist im Prinzip jetzt die ganze Intelligenz. Das ist der Temperaturfühler, so ein NTC, der eben einen Sensor oben an der Leitung hat. Und der lässt eben mehr Strom durch bei mehr Wärme. Und das ist quasi das Vorschaltgerät, das für uns bis 1,5 Grad die ganze Steuerung machen kann. Im Übrigen ist mein Steuergerät, das zwar noch einen Kugelventil steuert, aber eben mein Steuergerät lag dabei über 300 Euro. Du hast mir gesagt, du nimmst einen Kaltgerätestecker, weil der durchziehen schnell rausgeht. Wenn da mal Kinder drauf treten, einfach mit einer Sicherung, da kommt man halt viel sicherer hin mit elektrischen Geschichten. Vielen Dank dir auch für die Zeichnung von dem Schaltplan. Super genial. Wer sich da auskennt, kann das gerne verwenden. Ich möchte mich an der Stelle leicht bedeckt halten, was das Thema Elektrik angeht. Geb aber weiter, was du dir gewünscht hast. Flexible Kabel bitte immer krimpen. Da hängt Leben dran. Geiz ist hier nicht immer geil. Allgemein möchte ich zur Elektrik ganz persönlich sagen, ich werde wahrscheinlich niemals auf YouTube ins Detail gehen, wie man jetzt wirklich was verkabelt, verschaltet, Elektrik. Das ist mir einfach viel zu gefährlich. Ich bin absoluter Laie, was das Thema angeht. Ich kenne mich ein bisschen aus im Kfz-Bereich mit der 12-Volt-Gleichstrom-Geschichte, aber mich jetzt wirklich an Wechselstrom in die Öffentlichkeit zu trauen und Tipps zu geben, da halte ich mich raus. Ich zeige euch hier eben die Bilder von Bigfoot. Auch ihm möchte ich jetzt nicht die Verantwortung dafür übergeben. Es ist euch wirklich selbst überlassen. Aber bei elektrischen Arbeiten holt euch einen Fachmann, fummelt da nicht dran rum. Da ist Do-It-Yourself wirklich auch ein Risiko. Da ist ein Fehler, kann wirklich einen Tod bedeuten. Daher wirklich aufpassen. Das reicht mal zur Selbstabsicherung, denke ich, aus. Okay, was er noch schön gelöst hat, er hat hier den roten Stromstecker genommen, den Deckel für die Poolheizungspumpe und den blauen für die Sandfilterpumpe. Hier sieht man jetzt die Poolheizungspumpe. Ich schätze mal, ohne Werbung machen zu wollen, dass es eine Gardena-Pumpe ist. Das gelbe Rohr, das kommt von oben, vom Dach runter und geht eben hier oben in die Pumpe rein. Hier fehlt jetzt der Anschluss zum Pool.
weil er im Moment nicht aufgebaut war, als er die Bilder gemacht hat. Und dazu sei zu sagen, aus meiner Seite, im Prinzip, wo du das Wasser jetzt bei so einer selbstgemachten Lösung abnimmst, also bei meiner ist es nach dem Filter, das heißt, das Wasser ist immer sauber. Und in einer Do-it-yourself-Lösung musst du überlegen, ja, gehst du nach dem Sandfilter dran, holst das Wasser raus oder gehst du vielleicht aus der Mitte vom Pool raus oder vielleicht sogar vom Boden mit ein bisschen Erhöhung. Einfach quasi eine Möglichkeit, dass kein Dreck da reingeht. Wobei man auch sagen muss, in der Anlage, wenn da wirklich jetzt Dreck reinkommen würde, es ist ja eine Verbindung, ein Rohr. Also man könnte es spülen und hätte das sofort wieder frei. Bei meiner Solaranlage, die ich auf dem Dach habe, da bin ich mir nicht sicher, ob ich so viele Chancen hätte, wenn jetzt mittendrin in so einem Absorber tatsächlich irgendwo Dreck ist. Klar, im Winter leer machen, das gilt für meine Anlage auch, dazu kommt übrigens auch noch ein Video. Aber auch hier sollte man im Winter natürlich nicht draußen liegen lassen, die Rohre könnten genauso platzen. Wasser dehnt sich bei Frost einfach aus, ganz logische Sache. Es gibt noch so viele andere Lösungen, sich das Poolwasser zu erwärmen in einer Do-it-yourself-Lösung. Was sagst du zu dem Thema Do-it-yourself, Poolanlage, Heizen? Es gibt ja viele Sachen. Mir hat auch einer geschrieben, ich soll einen Meiler nehmen, also einen Misthaufen, aber ich hatte irgendwie jetzt gerade mal keinen da. Schreib es mir eben, wie gesagt, runter in die Kommentare. Vielleicht hast du auch selbst was gebaut und sagst, hey, ich habe was viel Cooleres oder ich habe was, das ist zeigenswert, ich würde es gerne jemandem zeigen. Ich freue mich, wenn du mir das schickst, es mir erlaubst, dann mache ich ein Video draus, genauso wie jetzt. Vielleicht auch ein bisschen kürzer, vielleicht bringe ich auch mehr Bilder rein, wenn mehr Bilder dazukommen. Das ganze Interagieren unter den Videos, das wird immer mehr, das finde ich richtig cool und ich werde mir im nächsten Video zwei rausnehmen und werde sie dann im Kanal grüßen. Falls du nicht weißt, wie du mich erreichen kannst und keine Kommentare schreiben willst, oben im Banner findest du meine Social Media Kontakte. Das war's für das Video. Ich hoffe, es hat euch eben gefallen und das war Tom Tut. Bleib hart im Gas.